Die Nominierung erstmal generell. Was geht einem so durch den Kopf? Ich bin nominiert. Was? Geht einem durch den Kopf und dann, ja, sehr schön, hab doch nicht alles falsch gemacht. Und freue mich natürlich sehr. Was ist für Sie, was ist das Schöne an Ihrem Beruf der Schauspielerei? Dass man sehr viel reist, nicht nur also im Reisen, aber sondern in Geschichten reisen kann und total neue Erfahrungen machen, die man normalerweise nicht machen würde. Und nochmal ganz neue Welten kennenlernt, mit denen man nicht glaubt, dass es die gibt eigentlich. Korrigieren Sie mich, sind Sie nicht eh schon ein bisschen international aufgewachsen? Ich hatte ganz wenig Zeit, mich einzulesen. Erzählen Sie es. Ich bin in Paris geboren und dann in Zürich in der Schweiz aufgewachsen, bilang, französisch, also schweizerisch. Und bin dann, als ich 18 bin, nach England, nach London, habe da die Schauspielschule gemacht. Und ja, bin eigentlich, also red französisch, Schweizerdeutsch, Deutsch und Englisch. Und das hat mir jetzt einfach die Möglichkeit gegeben, auch außerhalb von Deutschland zu arbeiten. Schweizerdeutsch, oder? Oder? Komm, sagen Sie einfach mal, ich finde es immer wieder faszinierend. Ich habe ganz viele Freunde in der Schweiz. Einen wunderschönen guten Abend. Es freut mich, heute in Berlin zu sein, auf Schweizerdeutsch. Einen wunderschönen Abend. Ich freue mich sehr, heute Abend in Berlin zu sein. Und jetzt dürfen Sie auch noch sagen, auf Schweizerdeutsch, dass Sie wahnsinnig gespannt sind und aufgeregt. Vielleicht gewinnen Sie einen Preis. Das muss jetzt sein. Ich bin mega, mega aufgeregt und ich freue mich sehr, wenn ich heute Abend den Preis abholen kann. Was fällt Ihnen sofort ein, wenn ich sage, der eklatanteste Unterschied zwischen Frankreich und der Schweiz? Der Unterschied. Für Sie natürlich, der Merkmal. Die Gemeinsamkeiten sind einfacher. Käse. Und die Unterschiede? D'amour und Frankreich und die Schweiz? L'amour. Würde ich doch sagen. Jetzt hüpfen wir aber wieder rückwärts. Haben Sie schon Schattenseiten kennenlernen müssen in der Schauspielerei? Oh, ich glaube, es gibt in jedem Beruf Schattenseiten. Ja, also es gibt, aber das sind nicht spezifische Situationen, die ich so aufzählen kann. Das sind halt einfach Momente, ne, mit denen man zu kämpfen hat. Ob das jetzt Schattenseiten sind oder Momente, wo man Sachen besser kennenlernt. Ja, das kann man sich machen. Bei Ihrer internationalen Sache muss ich jetzt die Frage stellen, da bin ich gespannt, was die Antwort ist. Haben Sie Vorbilder, sowohl Männlein als auch Weiblein aus der Branche? Ja, sehr viel aus dem englischsprachigen Raum, so aus England. Ich mag sehr den englischen Stil halt von Schauspiel. Aber jetzt gerade spezifisch, immer wenn man so fragt. Ja, zum Beispiel mit Marion Cotillard ist für mich eine Schauspielerin, die ich sehr, sehr schätze. Tom Hardy, Michael Fassbender. Ja, jetzt fällt mir auf. Klingt auf jeden Fall anspruchsvoll, deswegen setze ich eine Frage in der, die wollte zum Schluss stellen. Wo sehen Sie sich, sagen wir einfach mal ganz flach, 10 years from now? Wo in der Zukunft, wo sehen Sie sich? 10 Jahre von heute in die Zukunft geguckt. Oh, das kann ich nicht beantworten. Das kann ich überhaupt nicht sagen. Aber ich hoffe, ich kann von meinem Beruf leben. Das ist erstmal völlig in Ordnung. Es gibt diesen Satz, zumindest in Deutschland gibt es ihn, hinter jeder starken Frau steht ein starker Mann. Und umgekehrt, gibt es denn schon einen starken Mann, der hinter Ihnen steht und Sie supportet? Das verrate ich nicht. So. Das verraten Sie nicht. Dann frage ich andersrum, wie muss denn jemand sein, der Ihr zauberhaftes Herz erobert? Was muss den ausmachen? Muss ich das beantworten? Ja, das ist in Deutschland Pflicht. Das wissen Sie vielleicht noch nicht. Nein, das weiß ich noch nicht. ehrlich. Ehrlich. Einfach ein ehrlicher Mensch sein. Dann stelle ich mal die letzte Frage. Wünsche, Träume für die Zukunft. Was kommt so als erstes hoch? Wünsche für die Zukunft. Sie sind jung, mach mal Träume drauf. Ja, ich habe eigentlich immer viele Träume, dass alles einfach weiterhin so läuft, dass die Weltlage sich auch politisch irgendwie einen guten Weg findet. Also ich mache mir auch Sorgen sehr, was jetzt im Moment passiert, einfach politisch, und dass wir alle zusammen eine Lösung finden und einen Weg alle zusammenfinden. Das ist ein Traum von mir, dass wir eine friedevollere Zukunft machen können und Filme machen können, die vielleicht auch das vermitteln.
Das war ein ganz, schön. Ganz viel Liebe, ganz, ganz viel Liebe. Das war ein wunderschönes Schlusswort. Jetzt räumen Sie einen Preis ab. Viel Erfolg. Ja, danke. Tschüss. Tschüss.